Der Stern der Weihnacht. Wer bist du denn? Ich bin der Stern der Weihnacht. Ich leuchte für alle Menschen auf der Welt, um sie daran zu erinnern, dass Jesus vor 2000 Jahren geboren wurde. Da war ich schon mal dabei und habe den Menschen den Weg zur Krippe geleuchtet. Und was war daran so besonders, dass du die Menschen auf die Geburt aufmerksam machen musstest? Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat jeder Probleme. Die Menschen zur Zeit Jesu haben sich nach dem Messias gesehnt, dem Sohn Gottes. Sie haben gehofft, dass er ihnen bei ihren Schwierigkeiten hilft und sie von ihrem Leid erlöst. Ihr wisst ja auch manchmal in eurem Leben nicht weiter. Das stimmt. Ich würde zum Beispiel gerne zur Schule gehen, um später eine Arbeit zu finden und meine Familie zu versorgen. Aber was hat das denn jetzt mit der Geburt Jesus in einem Stall zu tun? Die Menschen haben sich den Sohn Gottes als einen großen König vorgestellt, der ein Machtwort spricht und die Welt vom Leid befreit. Das kann er aber gar nicht alleine schaffen. Er ist darauf angewiesen, dass wir ihn erkennen und ihm helfen. Haha, und jetzt willst du sagen, dass Gott immer bei uns ist, auch wenn es uns schlecht geht und wie wir auf jemanden hoffen, der uns bei unseren Problemen hilft, können wir selber Hilfe für andere sein? Wir haben es in der Hand, Gott lebendig werden zu lassen.